Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, im heutigen Video geht es um Enzo Schotti. Enzo Schotti war ein italienischer Künstler und Maler, Grafiker, der viele Filmplakate gezeichnet hat und viel im Horrorbereich. Und ja, ich habe hier in meiner Sammlung mal geguckt und habe 10 Artworks gefunden von ihm. Und die schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Video und wir sehen uns gleich. So, wir starten mal und zwar habe ich hier als erstes ein Metal Pack. Und zwar geht es hier um Bloodsport. Ich fahre das Cover hier mal ab. Hier haben wir es in klein stehen, Enzo Schotti. Ja, auch hier ein sehr schickes Cover, wie ich finde. Ja, das war das erste Artwork hier von Bloodsport. Jetzt haben wir noch eine Emery und zwar geht es hier um Waxwork. Hier haben wir es auch wieder stehen, Enzo Schotti. Ja, dann geht's, habe ich noch eine DVD und zwar River of Death. Auch hier von Schotti. Ja, auch hier, das Cover mag ich auch sehr gerne hier. Das war River of Death. So, jetzt kommen noch ein paar Media Books. Und zwar habe ich einmal hier Phenomena. Dann kommen wir zu Fortress, die Festung. Ja, auch hier ein sehr schönes Cover. Das war die Festung. So, dann geht's weiter. Dann haben wir hier noch Tanz der Teufel. Ja, ist auch hier eins meiner Lieblings-Artworks. Hier ist auch richtig geil. Ja, das war Tanz der Teufel. Dann geht es weiter mit dem Remake hier im Extended Cut. Dann kommen wir zu Maniac, das Original. Dann kommen wir zu Maniac, das Remake. Ja, das Covermotiv gab es auch mal in Schwarz-Weiß.
Das war Maniac, das Remake. So, wir kommen schon zum Schluss. Jetzt habt ihr noch eine Videokassette gefunden. Und zwar haben wir hier noch, wusste ich gar nicht, hier American Fighter 2. Hier ist auch, hier steht's, Enzo Schotti. Und ja, das Cover ist mal richtig geil, finde ich hier. Und ja, ich kann es hier mal gerade abfahren. Auch hier ein Film aus meiner Kindheit. American Fighter 2, wer kennt ihn nicht? Damals rauf und runter geguckt im Fernsehen oder auf VHS. Ja, auch hier, ich finde das Cover auch richtig geil hier. Michael Dudikoff. Ja, Leute, das war ein kleiner Einblick in die Artworks von Enzo Schotti. Ich habe auch jetzt, ist, glaube ich, gar nicht mehr in der Sammlung. Waren jetzt 10 Artworks und im Jahr. Ich hoffe, das Video ist euch zugesagt und wie gesagt, war mal ein kleiner Einblick und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ich sage bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Macht es gut, bis dahin, ciao, ciao.